Hi Freunde, willkommen zurück auf der Karpatenlandschaft im LS22. Kleines Nickerchen gemacht. Wenn ich hier schon so einen schönen Raum habe, dachte ich, da kann ich ja auch mal, kann ich mich mal kurz hinlegen, ne? Nachdem wir jetzt hier die Tätigkeiten hatten. Ach, guck mal, was ich da habe. Habe ich den LS noch an? Kleine Runde gespielt. Naja, so, jetzt wollen wir mal runter. Wir haben ja ein bisschen was zu tun. In der letzten Runde haben wir ja Autodrive-Kurse gelegt und haben das erste Feld bearbeitet. Mega gut. Das haben wir also schon mal soweit ready. Also, hier war der Frühstücksraum. Kann man hier eigentlich irgendwas nehmen oder so? Nee. Naja. Kleines Frühstück, kleiner Kaffee wäre ganz cool, aber. War nichts da. Naja. Nun gut. So, wollen wir mal raus? Wir haben ein zweites Feld. Oh Gott. Geht der nach innen auf? Wir haben ein zweites Feld noch parat, das bearbeitet werden muss, das fertig ist, aber. Ich möchte erstmal was anderes machen. Und zwar. Womit fangen wir an? Die Pferde müssen ja irgendwie auch mal geritten werden. Ich wollte mal schauen. Oder euch. Ich habe ja 4 Stück. Und mit dem einen habe ich schon mal so einen kleinen Testrun gemacht. Jetzt weiß ich nicht mehr, wer es war. Warst du das? Nee, du warst es nicht. So, ich habe mich vorher noch nie mit dem Reiten befasst. Machen wir jetzt einfach mal. Ich weiß auch nicht, ob ich das da einfach offen lassen kann. Ich tue das jetzt mal und wir reiten einfach mal so ein bisschen hier eine Runde. Oh Gott. Okay, Kollision ist also vorhanden. Eine Runde habe ich schon gemacht. Und einfach mal über die Hoffläche reiten hat schon ausgereicht. Ah, jetzt haben wir schon 20%. Guck an. Biffi, willst du mit? Und da ich ja nur 4 Pferde habe, mache ich das einfach mal. Auch wenn das jetzt vom Untergrund her natürlich überhaupt nicht geht, das einmal dazu. So schnell mit dem Pferd auf so einem Untergrund, ich glaube nicht cool. Also nicht nachmachen. Schon runterbremsen hier. Aber ist auf jeden Fall mal schön idyllisch. Gefällt mir. Dann nehmen wir ein kleines Bildchen von mit. Galoppel, Galoppel, Galoppel. Muss ja festgehalten werden, ne? Ja, alle Tätigkeiten werden hier einmal ausgetestet. Sehr gutes Bild. Fürs Rumschniefen nach wie vor, sorry, aber heuschnupfentechnisch kann ich da leider nicht viel gegen machen. Guck mal, jetzt haben wir nämlich schon 62%. Wie schnell geht es eigentlich? Wir sind jetzt im Kanter. Geht nicht schneller? Geht nicht schneller als Kanter? Okay. Nö. Ach nee, wir sind nicht im Kantern, so im Galopp. So, Galopp. Hab mich gerade schon gewundert. Es fehlt doch Galopp. Na, wenn das nicht perfekt getimt ist hier. So. Das Pferdchen. Hat 100%. Und warum willst du da nicht rein? Warum fliegst du jetzt? Dreh dich mal ein bisschen, ja, dass du nach unten kommst, genau. Ah, wenn man gegen die Tür kommt, geht's nach oben. Dann mal schön langsam rein hier. Und wenn wir durch sind, kannst du wieder ein bisschen Gas geben. So, die haben zwar noch kein Essen, aber wo bist du denn jetzt hin? Warum bist du jetzt da hinten? Wir müssen dich noch säubern. Nach der kleinen Tour. Halt mal still. Bist noch nicht fertig. So. Nicht bewegen. 100%. Du willst ja jetzt nicht abhauen, ne? Läuft nicht. So.
So, den Schwatten haben wir ausgeritten. Reiten, 100%, ja. So, dann schnappen wir uns die anderen beiden nochmal eben. Das geht ja relativ flott. Geh mal weg. Achso, kann ich einfach durchreiten. Cool. Ein Geisterpferd. Dann ist das gar nicht mal so aufwendig hier mit dem Ausreiten. Solange man jetzt nicht 16 Pferde im Stall hat, dann hat man ja nichts anderes mehr zu tun. Gleich mal Vollgas. Und ein bisschen den Hof erkunden dabei. So, einmal um die Hühner. Kann man auch springen? Oh ja. Vielleicht sollte ich doch noch hier den Pferdehof in Betrieb nehmen. Wenn ich gedrückt halte? Nee, springt nicht weiter dann. So, auch einmal hier hinten rum. Ich könnte auch auf der Grasfläche reiten, ne? Dann. So. So ist das doch besser. Wo stehen wir? 52%. Schon wieder die Hälfte. Sehr gut. Jetzt geht's in die Steilkurve. Oh Gott! Da war ich von den Kühen abgelenkt. Na ihr? Alles gut bei euch? Ja, machst du gemütlich, ne? Essen kommt bald. Dauert noch ein paar Monate. Ich habe ja noch nichts. Noch nichts Richtung Silage, sonstiges. Da muss ich mal gucken, wie ich das mache, wann wir das ranbekommen. Das müsste meine Wiese sein hier hinter. Da hätte ich zumindest ein bisschen Gras. Und ich könnte hier auf der Hoffläche natürlich auch so ein bisschen tätig werden. Wenn ich nur das Frontmähwerk dran mache, könnte es passen, oder? Gut, viel würde da aber nicht bei rumkommen, ne? Außerdem, ich weiß nicht genau, ob das jetzt Dekogras ist, ob da was bei abfällt. So, wir sind ja bestimmt bei, ja, sind schon lange bei 100. Dann wieder rein mit dir. Diesmal heben wir auch nicht ab. Sehr schön. Du warst ja hier draußen. Dann stellen wir dich hier auch wieder ab. So, einmal stoppen bitte. Wo bist du hin? Wir müssen dich noch striegeln. Mein Pferd ist weg. Ach, da ganz hinten. Mensch, komm mal her. Bist doch total dreckig jetzt. Nicht treten. Nicht Red Dead Redemption Style hier. So, sauber. Und du wolltest auch noch einen Ausritt haben, ne? Sicher. Komm, Rascal. Rascal, zeig doch mal so ein paar Tricks hier auf der Wiese. So, manövriert sich ganz gut. Ah, Rascal ist so ein bisschen dressurpferdmäßig unterwegs. So, mit dir reiten wir jetzt mal andersrum. Einen schönen Abstand hier zu den Laternen. Ob wir da rüberkommen? Na klar. Okay. So. Ja, ich bin in der Gegend aufgewachsen mit viel Pferdezucht drumrum. Und auch einer ausgeprägten Pferderennentradition. Pferdeauktionen und sowas. Ist mir nicht ganz fremd. Ich bin allerdings, hoppala, gar nicht mehr so der Freund von Pferderennen. Da ist nämlich ganz häufig irgendwas passiert und dann nahm das immer ein böses Ende. Das fand ich doof.
muss drehen. Zur Seite. Achso, ja, gut. Wenn man auf der Tastatur daneben haut und einen zu weit rechts versetzt ist, dann kann man auch nicht steuern. Also ich steuere das Pferd jetzt nicht mit Lenkrad. Könnte ich das? Ja, kann ich. Aber es ist ein ganz komisches Gefühl. Okay, cool. Und mit Gasbremse? Ja, ja. Geht, okay. So, lenken wir mal hier rum. Lenken wir hier zurück. Dann wieder Vollgas. Wenn wir aus der Kurve rauskommen, wieder voll drauf. Wir haben schon 100%. Oh Mann. So, dann bremsen wir mal runter. Zurück in den Trab. Und dann bin ich gespannt, wo ich den jetzt gleich einsammeln darf. So, Rascal. Hast du gut gemacht. Da. Dann einmal nochmal sauber machen hier. Guck mal, da kriegst du wieder Farbe. Perfekt. So, ausreiten, check. Haben wir. Boah, ist eigentlich ein schönes Bild, ne? Hier so mit den dreien. Das nehmen wir nochmal mit. Ey, warum läufst du denn weiter? Die stoppen ja gar nicht im Fotomodus. Krass. Ich dachte, auch Tiere halten dann an. Da ist man, ist ja wie in der Realität. Kannst dich nicht drauf verlassen, musst du schnell sein. So. Das haben wir. Sehr gut. Task Nummer 1 erledigt. Dann machen wir hier mal wieder zu. Und jetzt gucken wir mal ein bisschen über die Karte. Denn ich möchte mir das Forstgebiet mal anschauen. Ich würde nämlich gerne auch Forst machen. Achso, der starke Bauer ist schon wieder aktiviert. Durch dieses Ein- und Ausblenden vom HUD, da hat man es gesehen, geht der starke Bauer immer an. Weil ich unter anderem Alt dafür benutze als Tastenkombi. So. Tür zu. Anschmeißen. Dafür nehmen wir unseren Pickup. Und dann machen wir einen kleinen Ausflug. Und schauen mal, wie das da drüben aussieht. So, ich habe hier schon eine Reihe parken lassen. Unsere beiden Abfahrer und den Drescher. Damit wir damit dann... Ha, das ist ja blöd. Komme ich da durch? Das sieht nicht so aus. Nö. Mann. Wenn du einfach nur so ein Stückchen vorfahren würdest, könnte ich da rein, glaube ich. Das könnte schon reichen. Wollen wir mal gucken. Wahrscheinlich muss ich jetzt alle ein bisschen vorfahren. Mal schauen, ob das schon ausreichend ist. Nicht wirklich, ne? Er muss noch mehr. Okay, dann müssen wir die ganze Hose mal eben kurz nach vorne setzen. Habe ich jetzt nicht dran gedacht. Ärgerlich. Gut, dann parken wir die hier zwischen. So, wir wollen hier ja aktuell nicht durch. Müsste eigentlich hinhauen. Tür zu, falls es regnet. Ein Vollsprint. Komme ich da einfach nicht raus. Großartig. Dann können wir kurz mit offener Tür fahren. Der kommt dahinter. Nö. Hä? Wo ist denn?
So. Wo ist das X? Ach, da unten. Okay. Hab dran vorbeigeguckt. Mich gerade gewundert. So, und dann den großen auch noch einmal zur Seite. So müsste es jetzt aber reichen, oder? Das muss so jetzt hinhauen. Ja, sehr gut. Tür wieder zu. Die können wir ausgeklappt lassen. Und dann können wir endlich losjuckeln. Dann wollen wir mal schauen. So, gleich die erste Kreuzung im Dorf müssten wir, glaube ich, biegen. Wo ist denn die erste Kreuzung? Hier, glaube ich. War die das schon? Ich glaube, über den Bach bin ich dann schon zu weit, oder? Oh, es ist sogar... Bis wie viel Tonnen? Bis 8 Tonnen. Ich dürfte darüber. Ich glaube, ich muss eigentlich auf die andere Seite. Aber wir fahren jetzt mal hier längs. Gucken mal von außen. Ah, hier ist das Ledli. Boah, guckt euch das an, wie schön das gestaltet ist hier. Das ist ja krass. Könnte ich hier rein? Den müsste ich schon rüberspringen, aber guckt mal die Gärten an mit Tasche hier und Leiter. Hier die Fässer, das Holz. Hier könnte ich Kartoffeln ernten. Ah, gehört niemandem. Sind auch erntereif. Kraut entfernen. Erwarteter Ertrag, 64%. Was haben wir hier? Tomaten. Zählen aber als Kartoffeln. Und Salatköpfe. Mega cool. Schön mit dem Gemüsegarten hinten drin. Rasenmäher. Hier die Sitzecke. Solar auf dem Dach. Boah, ist das gut. Also, ich überlege gerade echt, ob ich nicht mal so ein Roleplay-Projekt irgendwie anleiern sollte. Das ist ja der Hammer. Alter Schwede. Oh, da auch einen bösen Sound, ne? Jetzt nicht ganz so umweltschonend hier mit dem laufenden Motor zu stehen, aber naja, ich war gehypt. So, die haben sich eher ein bisschen abgeschottet. Warum? Wir können ja mal hier so rüber gucken. Aber die haben es lieber ein bisschen privat. Die haben auch ein paar Gemüsebeete. Hier ist ein Spielplatz. Fahren wir hier mal durch. Parkplätze. Da steht ein Traktor hinten im Hof. Alte Scheune noch mit dran. Es macht gerade richtig Spaß, hier durchzufahren. Das ist der Hammer. Kleine Parkanlage. Mit den Rollern. Wow. Das sieht auch cool aus. Ja. Yeah. So, dann geht's hier wieder raus aus dem kleinen Örtchen. Obwohl, nee, hier oben wohnt auch noch jemand. Gut, da unten ist auch noch irgendwie ein Hof oder sowas. Vielleicht können wir da auf dem Rückweg lang.
Ich habe die Strecken hier halt noch gar nicht drin. Ich weiß noch nicht, wo es hier wohin geht. Ist das mein Feld? Ist das meine Fläche? Ich glaube schon, oder? Ja, die 4. Das ist unser nächstes Feld hier, das angegangen werden muss. Oh, das ist gar nicht mal so klein. Guck mal an. Cool. Schon mal inspizieren. Kleines Bild mitnehmen. Kleine Inspektion, ob es soweit ist. Ne? Prüfen. Auch mal einen schnellen Blick drauf werfen. Bevor es weitergeht. So, erntereifer Weizen. Erwarteten Ertrag haben wir 64%. Wir haben auch noch gar keine Daten hier. Das müssen wir alles noch machen. Precision Farming. Ertragspotenzial wären 100%. Und hier können wir schön weit rüber gucken. Da hinten ist unser Wasserturm. Ach, sauber. Boah, der ist echt richtig laut. So, wir wollen aber zum Forst runter. Ja, runter oder hoch? Eigentlich ist es eher hoch. Da müsste es hier lang gehen, meine ich. So, hier haben wir Rüben. Auch unsers. Hier haben wir Soja. Auch unsers. Beidem fehlt noch eine Wachstumsstufe. Hier haben wir nochmal Zuckerrüben. Dann haben wir da hinten... Da könnten wir eigentlich mal kurz hinfahren. Einmal gucken, wie viel Platz da ist. Ob man da möglicherweise noch ein bisschen Bäume zwischenpflanzen kann. Ich möchte den Baumbestand... Eigentlich möchte ich den Deko-Baumbestand ja gar nicht so angreifen hier. So ein bisschen werde ich das wohl machen müssen, um in die Gänge zu kommen. Aber wenn ich dazwischen immer noch was setzen könnte... Ah, hier ist noch eine kleine Wiesenfläche zwischen. Guck mal, da könnte ich die Mähwerke auspacken. Was heißt kleine Wiesenfläche? Hier ist erstaunlich viel Wiese. Oh, da bin ich wieder auf dem Weg. Bis hin zu der Bepflanzung hier an diesem Bach. Die Karte ist ja absoluter Geheimtipp. Hammer. Richtiges Biotop hier. Seite. Oh, richtig mit Felsen. Auch alles echt schön verbaut. Guck mal, nicht einfach so lieblos hinplatziert oder sowas. Sondern richtig schön alles verbaut. Oder verblendet in irgendeiner Form. Mega gut. So, die Feldflächen werden uns alle irgendwann gehören. Ich glaube, die ganz hinten, das müsste noch unsere sein. Was haben wir hier stehen? Hirse. Ja, wir haben ja noch ordentlich Geld. Müssen mal gucken, was wir damit machen. Aber es ist auch noch einiges zu investieren. Da muss noch ein bisschen Equipment nachkommen. Etc. So, jetzt fahren wir mal hoch. Jetzt aber ohne weiteren Stopp. Links oder geradeaus? Ich weiß es gerade nicht so genau. Wird sich zeigen. Hier sind unsere Sonnenblumen. Was ist das für ein Schild? Das kann ich nicht verstehen, leider. Aber sehr cool. Ein Informationsschild. Und das müsste jetzt eigentlich schon alles Forstfläche sein von uns. Kurzer Check.
Wir sind hier oben unterwegs gerade. Und jo. Das gehört alles mit dazu. Es sieht hier auf der Karte größer aus, als es am Ende ist. Gefühlt. Ich würde hier vorne ungern etwas rausnehmen. Ich möchte Forst machen. Dafür brauchen wir dann auch entsprechend Equipment. Müssen aber mal gucken, wo wir es machen. Und ich würde auch den Forst tatsächlich vergrößern wollen. Okay, hier die Fläche ist gar nicht mal so doof, weil man hier auch sehr gut wieder nachpflanzen kann und zwischenpflanzen kann. Der Part ist nicht blöd. Wir fahren erstmal nach rechts. Richtig mit den Wegweisern hier. Mega gut. Mega gut. So, da oben ist Map-Ende. Ui. Also man sieht, hier ist gar nicht so viel Baumbestand teilweise. Und hier ist jetzt so eine Freifläche. Hier ist noch eine Wiese. Kann der Schuppen hier irgendwas? Wahrscheinlich nicht. So, jetzt wollen wir mal kurz ein bisschen durchstromern. Schöner Jägersitz. Komme ich da hoch? Ja! Oh, guck mal, was wir gefunden haben. Auch hier gibt es Sammelgegenstände auf der Karte. Du hast eine Kuh gefunden. Es sind noch 9 weitere versteckt. 1000 Euro. Sehr schön. Sporttasche, Radio, Kühlbox. Und irgendwelche Kartons. Gut. Ja, die Wiese wäre natürlich potenziell dafür geeignet, dass hier keine Wiese ist, sondern mehr Bäume. Das wäre so eine Möglichkeit. Jetzt gucke ich natürlich, ob ich hier noch irgendwie einen zweiten Sammelgegenstand finde, aber sieht nicht so aus. Wahrscheinlich würde ich hier in der Ecke irgendwie mal anfangen. Oh, hier ist auch wieder ein Weg. Wo führt der hin? Ich glaube, ich würde hier hinten tatsächlich, wenn beginnen, Holz zu fällen, dann fällt das nicht so auf und hier kann ich dann auch schön wieder aufforsten. Ja, das sieht gut aus. Und auf lange Sicht, wenn ich nicht mehr ganz so viel Fläche brauche, das hier ist ja auch unser Feld, wo jetzt aktuell gerade Baumwolle drauf ist, dann könnte man hier den Forst halt weiterziehen. Hier noch mehr Bäume pflanzen. Ich glaube, das ist eine ganz gute Idee. Jetzt muss ich nur wieder zurückfinden. Okay, da brauchen wir natürlich entsprechendes Equipment für, um hier Forstarbeiten ausführen zu können. Deswegen fahren wir gleich mal zum Händler rüber und schauen mal, was mich da so anlächelt. Ich habe natürlich eine gewisse Vorstellung. Wer schon länger zuschaut, weiß, dass ich die Harvester sehr gerne mag. Hab aber sehr lange keinen mehr benutzt. Im Grunde war die Niedersachsen V1 die letzte Map, wo ich wirklich richtig unterwegs war damit. Aber wir nutzen das jetzt mal für eine kleine Ausfahrt hier. So, was haben wir hier noch? Da kamen wir her. Beim anderen Weg haben wir gesehen, da würde es zurückgehen durch meine Felder. Schauen wir mal, wo wir hier hinkommen. Das hier müsste eigentlich noch mein Gebiet sein. Ich weiß nicht genau, wo es exakt aufhört. Ach, hier unten, okay. Und das Feld hier gehört halt auch noch mit dazu. Also ist schon einiges an Bäumen da. Da haben wir Sonnenblumen. Wie weit sind denn die Sonnenblumen? Sechs von sieben.
schön so ein Sonnenblumenfeld ist immer. Oh, und das ist auch gar nicht mal so klein. Sehr gut, sehr gut. Da ist der nächste Jägerhochsitz. Mal schauen, habt ihr was versteckt? Yeah. Jawohl. Noch 9 Anhänger. Muss ich hier alle Hochsitze abfahren? So, weiter geht's. Mal gucken, wo wir rauskommen. Heute mal eine kleine Erkundungsfolge. Genießt die Details. Variier mal so ein bisschen zwischen Außenansicht, Innenansicht. Auch wie sich die Wege hier so durchschlängeln. Hammer. Okay, würden wir da weiterkommen oder wäre da... Da wäre Map-Ende, ne? Aber wir können da außen fahren. Machen wir mal. Hoppla. Da ist der nächste Hochsitz. Ob da was drauf ist? Auch hier schön zum Unterstand. So, mal gucken, ob wir was einsacken können. Irgendwas hier hinter versteckt. Hier, eine Kuh. Ich habe eine Kuh gefunden. In der Badewanne. Oh, in der Badewanne habe ich bei dem anderen Unterstand gar nicht geschaut. Also ganz cool ist, dass sie nicht ganz so abwegig anscheinend platziert sind, die Sammelgegenstände. Hier ist bestimmt nichts. Nee, da sie es unten verpackt hatten, macht das auch Sinn. Fahren wir mal weiter. Jetzt haben wir schon 3000 Euro fürs Rumfahren eingenommen. Da beschwere ich mich nicht. Da ist noch ein Hochsitz. Ah, da laufe ich eben rüber. Wenn jetzt alle Gegenstände hier versteckt sind, ist natürlich... Wäre das ein bisschen drüber? Aber es gibt wohl einige hier. Ich weiß gerade gar nicht, wie viele. Mal gucken. Hier gibt es Kopfhörer. Das ist aber bestimmt kein Sammelgegenstand. Nee, das sind einfach Gehörschutz. Oh. Kann man hier weit gucken? Schön. Ach, das Problem. Ja, ich kann ein bisschen reinzoomen, dann... Beziehungsweise, wir gehen nochmal einen Ticken weiter zurück. So. Dann in den Fotomodus und dann zoomen wir rein. Tja, dann ist das auch nicht mehr abgeschnitten. So ein bisschen Stuhl wäre natürlich ganz gut, ne? Sorry. Damit muss ich mal ein bisschen rumspielen. Ja, sehr gut. Was für ein Blick. Zack. Okay, hier war nix. Aber die können ja auch nicht überall irgendwas reinpacken. Aha, ja, stimmt. Habt ihr gesehen, wie die Spiegel immer ausklappen dann? Ich habe das erst gar nicht gecheckt. Noch einer. Da ist auch irgendwas von hier aus schon zu sehen. Warum kann man da durchgucken? Komm, den nehme ich noch mit. Der steht auch so mitten im Wald, gar kein Zugang. Da könnte nur ein weißer Stuhl drin stehen.
Gut. Ah, da haben sie mich dran gekriegt. Da war ich zu gierig. Da wollte ich zu viel. Jetzt kann man hier abbiegen. Das machen wir mal. Das ist auch alles nicht mehr unser Forst hier. Aber der kommt mir noch mal größer vor, der Bereich. Wird dann ja hoffentlich irgendwann mit dazugehören. Zu unserem Forst. Schön, wie sich das hier durchschlängelt. So, fahren wir da lang. Ah, jetzt sind wir hier an dem Pferdehof. Molkerei. Hallöchen, Hallöchen. Oh, da darf ich gar nicht lang. Alles klar. Einbahnstraße. Oh, ist das cool gemacht. Hoppla. So, zum Händler würde ich meinen, müssen wir jetzt erst einmal rüber. Sehe ich da meinen Hof? Ja, ne? Das müsste ja, das ist mein Hof. Schönes Sonnenblumenfeld. Da ist die BGA. Händler war dahinter. Oh, der hatte Vorfahrt. Mein Fehler, Entschuldigung. Ich war so abgelenkt. Ich wollte doch nur zum Händler rüber und einmal gucken. Wegen Equipment für Forst und so. Und wenn ich mich nicht täusche, jetzt so ganz grob, ohne die Karte schon zu kennen, müssen wir hier hinter der Bahnlinie links abbiegen. Und immer geradeaus. Und dann kommt er. Bahnhof. Hui. Bin ich schon ein bisschen sehr schnell unterwegs. Obwohl, geht. 90, 100. Hier ist die Tanke. Viehhändler. Und jetzt müsste der Händler kommen. Ja, hier sind die Flaggen. Da war die Einfahrt. Sehr gut. Und er hat keine zweite Einfahrt. Das heißt, wir drehen hier. Ach, na klar, jetzt kommt natürlich jemand. Großstadt-Style. Wobei im Dorf. Um Dörp macht man das ja auch so, ne? Was packst du da? So, dann wollen wir mal schauen, was die uns so anbieten können. Oh. Schöne kleine Rundtour. Und wir haben noch nicht mal alles gesehen. Wir haben nur Teile gesehen jetzt. Nee, hast du wieder einen starken Bauern benutzt, ne? Sollst die Tür einfach zumachen. Danke. So, moin. Wollt mal hier wegen Forst und so. So, let's go. Lasst uns schauen. In den Angeboten zufällig irgendwas. Oh. Oh, eine starrer Spritze. Mit was für einer Arbeitsbreite? 27 Meter. 50% reduziert. Starrer. Kann kalken, kann düngen. Wow. Flüssig wie zu streuen.
Die ist tatsächlich interessant. Ich überlege gerade, die mal eben spontan mitzunehmen zu dem Preis. Kurz gucken, was die sonst kostet. Nee, wo muss ich denn schauen? Wir gucken einfach unter Stara, das geht schneller. S wie Stara. Da. Da bist du. 196.000 im Originalpreis. Und im Angebot zu haben für 100.000 weniger. Da muss man drüber nachdenken. 20 Stunden gelaufen. Ich glaube, das machen wir mal. Die sichern wir uns einmal hier. Nimm die mal mit. Pflegebereifung, jawohl. Und ja, pack dir mal direkt hier Isaria Pro Kompakt mit drauf. Das gönnen wir uns. Kaufen. Dafür war ich gar nicht hier, aber hat sich jetzt schon gelohnt. So, ich wollte gucken, wo waren diese Packages? Oh, Forst, was wird uns da denn vorgeschlagen, wenn wir ins Holz gehen wollen? John Deere, ein kleiner Anhänger, Mulchfräse, genau für die Baumstümpfe. Nee, damit bin ich mit allem nicht zufrieden. Das möchte ich etwas professioneller und größer angehen. Tatsächlich. Wenn wir hier mal schauen, Forstmaschinen. Da komme ich natürlich Richtung Timberrunner. Aber die andere Version selbstverständlich. Fräsen, ja, auch benötigt. Und auf jeden Fall eine Sämaschine. Das ist mir sehr wichtig, dass ich den Bestand schon mal ausweiten kann. Und was ich ausprobieren wollte, sind hier so eine Geschichten wie die Seilkräne und so. Habe ich nämlich noch gar nicht gemacht und ich habe auch gar nicht auf der Forstkarte groß gespielt bisher. Also ich habe es einmal angetestet, das ist aber auch alles. Schwarzmüller. Oh, hier ist echt ist ordentlich was dazugekommen. So, hier kommen wir in die Richtung, wo ich hin möchte. Die Fliegelauflieger. Das heißt, ich brauche eine Zugmaschine. Dafür Forst geeignet. Ich brauche so einen Fliegel. Und dann brauchen wir natürlich noch ein Gerät zum Schneiden. So, hier sind die Dammkorn, die ich meine. Und ich bin immer ganz gut gefahren hier mit der 4-Meter-Variante. Also die setzen quasi in diesem Abstand, der hier angezeigt ist, die Bäume. Das ist sehr praktisch. Damit kann man relativ gut hantieren. Die kaufen wir auf jeden Fall schon mal. Und wir haben ja so ein bisschen beschlossen, dass die Farbe des Hofes schwarz ist, schwarz-grün oder schwarz-rot. Haben wir ein Fendt-Grün? Jawohl. Ja, dann passt das doch sogar zu den Traktoren. Design ohne Logos. Ah ja, genau, die sind aus dem Hirschfeld-Paket, richtig. Kann ich aber nur empfehlen. Ich muss mal gucken, ob ich den Mod-Link wiederfinde. Wenn ja, packe ich euch das in die Videobeschreibung. So, die kaufen wir auf jeden Fall. Damit habe ich sehr gute Erfahrungen gemacht. Dann Forst, 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 Forstmaschinen. Ich möchte das jetzt nicht so von, oh Gott, von Hand machen. Gucken mal durch. Also ich finde den natürlich sehr cool. Und wo ist dieser alte Volvo eigentlich? Der ist ja auch in der Richtung unterwegs. Problem ist so ein bisschen, dass. Oh, wie heißen die denn noch hier vorne?
Das Problem, das ich immer hatte, war, dass die Breite nicht alle Bäume halt greifen konnten. Von der Breite her. Das hat eigentlich immer nur der Scorpion King hingekriegt. Auch sehr, sehr geil. Über sowas können wir später mal nachdenken. Vielleicht fange ich dann auch noch mal an, manuell daran zu gehen, aber erstmal würde ich so ein Autoloader mitbekommen und mich mit dem Schneiden von Bäumen erstmal wieder befassen. Hier die Komatsu-Geräte. Ponze. Da ist der Scorpion King. Ist auch relativ günstig. Vor allem im Vergleich hier zu den anderen. Jetzt kommen hier noch so ein paar kleinere. Samporosenlef. Also theoretisch könnte sowas reichen, aber ich habe den halt noch nie ausprobiert. Was kostet sowas in der Miete? Ja, allein nur um den auszuprobieren, so viel Kohle zu mieten. Ich weiß nicht. So, da hätten wir auch einen Tatra Phönix mit Kran. Aber da habe ich auch einen anderen im Auge. Ich glaube, ich werde auf Sicherheit gehen hier und den Scorpion King mitnehmen. Und da kaufen wir uns auch gleich einen. Mal gucken, wie wir den konfigurieren. Was verändert das? Außer, dass es teurer wird. Hä? Stage 1? Ist irgendwie in der Innenausstattung? Da passiert eigentlich nichts, ne? Wir nehmen es mal mit. Motorausführung. Aber auch an der Motorleistung ändert sich. Ah, doch, die geht hoch. Jetzt habe ich es gesehen. Entschuldigung, habe ich übersehen. Nokian Tires. Da würde ich jetzt, glaube ich, nicht groß was ändern. Gibt natürlich dann auch hier diese tollen Ketten und so ein Kram, aber das kann ich immer noch machen, wenn ich merke, dass ich nicht durchkomme. Positionsleuchten. Ah, komm. Heckschutz. Ja, sicher. Safety first. Scheibentönung. Neue Version. Alte Version. Ich erkenne keinen großen Unterschied. Doch, hier hinten ist irgendwas. Ach, Moment. Ich habe den Heckschutz verstellt. Ich depp. Alte Version und neue Version. Wir nehmen die neue Version. So. Hier ist die Scheibentönung. Schwarz, Gold. Keine. Wir lassen die erstmal raus. Kabinenschutz muss aber sein. Und die Farben. Der ist ja jetzt schon schwarz. Also können wir jetzt einfach nach einem schönen Fendt-Grün gucken. Nature Green vielleicht sogar mal. Wir sind ja in der Natur unterwegs. Ah, den Harvester-Kopf. Den machen wir vielleicht mal rot, dass man den gut sieht. Ja. Bänder- und Kettenfarben. Wenn wir denn dann Bänder dran machen, sollen die auch grün sein und die Felgenmaste auch grün. So. Nummernschild kannst du so lassen. Kostet 396.000 Euro. Gut, dass wir ein paar Sammelobjekte gefunden haben, ne? So, unser Harvester ist da. Ein Scorpion King. Sehr schön. Dann, wir überziehen ein bisschen heute hier, sehe ich gerade. Aber das machen wir jetzt nochmal eben fertig. Dann brauchen wir einen LKW. Da gab es doch. Wie hoch konnte man dich bis 900 PS? Okay. Der hier auch? 500.
900 klingt gut, hä? Der muss ja ein bisschen Power haben. 130.000, auch relativ günstig. Der ist günstiger als der Tatra, meine ich. Oder ähnlich. Oh, ach so, das ist der Agro Truck. Der hat nicht so viel Wumms. Ah, ja, hier die Sattelzüge. Die konnte man, glaube ich, auch. Ah, bis 880. 150.000, bisschen teurer. Ich glaube, der MAN sollte das schaffen. Oh, hier hinten mit einer Doppelachse. Aber dann sind wir auch schon wieder bei 183.000. .129.000. 6x6, aber 462 PS. Der damit klarkommt. Oh! Wer bist du denn? IT-Runner? Hey? Ach so, ah. Okay. Nee, mit dem kann ich nichts anfangen. Hier kann man auch nichts machen am Motor. Dann gehe ich doch mal, ich gehe mal auf den MAN hier vorne. So, wenn wir den jetzt hochdrehen, 155, Halleluja. Reifenvariante, Breitreifen, Standard. Ja, wir bleiben erstmal bei Standard. Oder gibt es hier irgendwas? Guck mal, das sieht ein bisschen mehr nach Forst aus, oder? Continental. Ja, wir bleiben bei den Trelleborg. Rundumleuchten, Typ 1. Was haben wir da noch? So eine Bar. Ja, wir nehmen mal so eine Rule-Bar. Ist mal was anderes. Ja, komm. Gibt's dich in Fendt Nature? Jawohl. Soll ja alles zusammenpassen hier. Der Frosch. Der Frosch, den nehmen wir mit. So, dann haben wir eigentlich für den Anfang alles, was wir hier brauchen. Das heißt, wir müssen jetzt noch einen Fliegelhänger mitnehmen. Jetzt die Frage, wie groß? Ich würde wahrscheinlich 6 Meter Stämme schneiden wollen. Theoretisch passen hier zwei hintereinander, aber die müssen dann ganz exakt liegen. Das heißt, ich würde es mal mit einem 15er versuchen, aber ich habe ein bisschen Bedenken, dass ich damit nicht gut durchkomme auf der Karte, dass er einfach zu groß ist. Möglicherweise muss ich also auf kleinere Stämme gehen dann. Gut, der kostet jetzt nicht die Welt und den kann man sicherlich auch einigermaßen gut wieder losschlagen. Wir versuchen das mal mit dem. Zugmaul hinten. Ja, kann nicht schaden. Mach mal dran. Felgenfarbe machen wir in dem Fall schwarz. So, und dann brauche ich noch zur Not eine Kettensäge. Und da gehen wir auf. Sowas hier hatte ich noch gar nicht. Das ist, glaube ich, eine elektrische. Das hier ist einfach eine größere. Und wir nehmen die, soll ja professionell aussehen, ne? Möchtest du kaufen? Ja. So, ab jetzt werde ich dann immer versehentlich auf die Motorsäge wechseln. Freut euch schon mal drauf. Gut. Da habe ich noch nie reingeguckt. Ach. Guck mal, hier sind die ganzen Universal Autoload. Fahrzeuge drin. Habe ich mir noch nie angesehen. Ja, da hätte ich jetzt doch den nehmen können. Der hat Autoload. Really? Das muss ich mir nochmal in Ruhe anschauen. Vielleicht wird da nochmal gewechselt.
Schwarzmüller auch? Na gut, 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 gut zu wissen. Schaue ich mir noch mal an. Aber fürs Erste. Oh, wir fahren eben rüber. Na, mach zu. Und dann schauen wir mal kurz hier, was wir da beim nächsten Mal abholen müssen. Unser Forstequipment und eine Spritze. Stimmt, die habe ich ja auch noch mit abgegriffen, relativ günstig. So, jetzt habe ich noch 1,7 Millionen auf dem Konto für Feldfläche und weiteres Equipment. Hier nehmen wir noch ein kleines Bildchen mit von dem Großeinkauf, der es dann jetzt ja letztlich doch geworden ist. Und ich sollte mir auf jeden Fall auch noch ein paar Setzlinge besorgen. Da muss ich mal gucken. Ich werde wahrscheinlich auf Kiefer gehen. Was war das immer? Kiefer und noch irgendwas. Wenn ich sehe, weiß ich es wieder. Weil dann können wir eigentlich direkt anfangen, Bäumchen zu pflanzen, wo es passt. Sehr schön. Das schauen wir uns dann in der nächsten Folge ein bisschen genauer an hier, das ganze Zeugs. Oder in der übernächsten. Müssen wir mal schauen, weil wir haben auch noch das Feld zu dreschen. Das haben wir ja auch noch vor der Brust. Super. Gut, ich hoffe, die kleine Ausfahrt über die Karte hat euch gefallen. War mal ein bisschen was anderes. Ich wollte euch aber mal diesen Detailreichtum ein bisschen näher bringen. Und ja. Schreibt mir gern, lasst mir gern einen Daumen da. Über ein Abo würde ich mich auch freuen. Ich sage danke fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.